Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle dabei seid. Habt ihr auch alle die Winterreifen aufgezogen? Ihr werdet sie am Wochenende brauchen. Der Flachlandwinter, der kommt quasi mit brachialer Gewalt zu uns. Wo kommt er her? Aus dem Norden. Luftmassen aus dem Norden erreichen uns, machen sich wirklich landesweit bei uns breit, aber geraten kurzfristig unter Zwischenhocheinfluss. Das Wettergeschehen im Detail für heute Nachmittag sieht so aus. Kalte Luft, die ist absolut bemerkbar in Form von Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Also die dicke Winterjacke muss es heute sein. Es fällt Schnee entlang der Alpen. Dann kommen ein paar einzelne Regentropfen tatsächlich an entlang der Küsten. In den anderen Landesteilen bleibt es trocken. Hier und da sind die Wolkenlücken auch etwas größer. Ja, und dann schauen wir uns mal die Nacht an. Da wird der Wind schon recht lebhaft sein, vor allen Dingen entlang der Nordseeküste. In den anderen Landesteilen ist der Wind noch nicht zu spüren. Und dann sehen wir vor allen Dingen im Südosten, da wird der Himmel zum Teil aufgeklärt sein. Unter aufgeklärtem Himmel kann die Luft wirklich kalt werden. Wir sehen hier Werte dann abhängig vom Bewölkungsgrad, die dann zwischen 5 und minus 2 Grad liegen. Ja, und dann schauen wir uns den sehr ungemütlichen Donnerstag an. Da kommt dann quasi ein Sturmtief zu uns gezogen vom Norden und wird wirklich spürbar sein bis in die Landesmitte. Ja, und dann werfen wir einen Blick in die südliche Landeshälfte. Da wird der Donnerstag absolut entspannt einhergehen. Hier und da ein paar harmlose Wolken am Himmel, aber vor allen Dingen im Südosten, da wird hauptsächlich die Sonne zu sehen sein. Ja, und auch die Tageshöchstwerte sind abhängig von der Bewölkung. Wir sehen hier Werte von 6 bis 13 Grad. Und jetzt schauen wir uns den Wind noch mal an. Das ist dieses Sturmfeld, was uns erreicht. Und wir sehen hier sehr gut, entlang der Küsten sind orkanartige Böen mit dabei. Und dieser Wind ist wirklich bis ins Binnenland zu spüren, bis zur Landesmitte. Und jetzt gucken wir uns weiter das Wettergeschehen an. Das ist jetzt die Nacht zum Freitag. Da wird der Wind wirklich landesweit ein großes Thema sein, vor allen Dingen in höheren Lagen. Da können wir immer von schweren Sturmböen ausgehen. Ja, und vor allen Dingen wird es nass werden. Da ist dann eine Front bei uns angekommen und die bringt Regen, die bringt Schneeregen und das Ganze dann bei Temperaturen zwischen 7 und 2 Grad in der Früh. Bitte, bitte passt auf. Da sind jetzt wirklich diese klassischen winterlichen Wetterverhältnisse in der Früh. Vielleicht hat sich hier und da mal eine Nebelwolke gebildet. Wir haben es mit Reifblätter zu tun, wir haben es mit überfrierender Nässe zu tun. Die Sichtweite ist eingeschränkt. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr euch aus dem Haus begebt. Die Straßenverhältnisse können wirklich winterlich schwierig ausfallen. Ja, und dann schauen wir uns mal den Freitag an. Der Wind wird nicht nachgelassen haben. Die Schneefallgrenze ist gesunken. Wir haben es mit Graupelgewittern zu tun im Nordwesten, Nordosten mit einzelnen. Die Tageshöchstwerte durch den Wind haben wir noch so eine Luftmassendurchmischung. Diese liegen dann zwischen 8 und 11 Grad. Das sind die Maximalwerte. Aber diese werden ab dem Mittag kontinuierlich fallen und wirklich zum Nachmittag hin haben wir es dann schon mit Temperaturen um die, ja, ich sag mal maximal 4, 5 Grad zu tun und das landesweit. Und diese kalte Luft, die ist dann wirklich am Samstag bei uns angekommen, aber der Wind hat nachgelassen und es gibt weiteren Schneefall. Nur im Nordwesten, da sind die Wolkenlücken etwas größer und wir werfen einen Blick auf die Temperaturen. Diese liegen dann zwischen 2 und 8 Grad. Und jetzt schauen wir uns mal den Sonntag an. Am Sonntag gibt es dann für die meisten vom Nordwesten her Wetterberuhigung, kaum Niederschlag, aber weiterer Schnee wird fallen, vor allen Dingen im Erzgebirge und im ganzen Süden. Und das Ganze dann begleitet von Temperaturen, die dann zwischen 0 und 8 Grad liegen. Wir sehen hier wirklich diese kalte Luft aus dem Norden, aus dem Nordosten. Es ist Luft aus dem Baltikum. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an, nämlich hier. Das ist die Wetterlage am Samstag. Das Tiefdruckgebiet mit seinem Zentrum über dem Baltikum, das macht sich bei uns mit dieser kalten Luft bemerkbar. Das ist die 500 Hektar Pascal Karte, das ist die Höhenkaltluft. Ja, und das bedeutet, bei uns sehen die Temperaturen wie folgt aus. Das sind die Temperaturen
Am Samstag knackig kalt, 850 Hektopascal-Karte. Allerdings, wir sehen, die warmen Luftmassen, die sind nicht weit zurückgedrängt. Also, inwieweit diese sich halten können? Erst einmal schauen wir aber mal, was dieses Tiefdruckgebiet, was wir über dem Baltikum ausmachten und seine Ausläufer für uns bedeutet. Es bedeutet, es wird Niederschlag fallen, die Luft ist kalt. Es bedeutet, wir können am Sonntagmorgen überregional mit einer Schneedecke rechnen. Ich weiß, das ist sehr winterlich optimistisch, das ECMWF-Modell, aber nach diesem wird es Schnee sein, den wir zu Gesicht bekommen in der Sonntagfrüh. Wie geht es denn weiter? Wir sahen ja, diese warmen Luftmassen im Südwesten, die sind noch da. Können sich die kalten Luftmassen halten? Ich habe mal die Ensemble-Vorhersage für Frankfurt mitgebracht und habe gedacht, ja, die führen wir uns mal zu Gemüte. Laut dieser können wir wirklich davon ausgehen, dass wir bis zum Nikolaus bzw. bis zum 6. Dezember mit kalten, frostigen Temperaturen zu tun haben, die unter dem langjährigen Klimamittel liegen. Also es bedeutet, nach der Ensemble-Vorhersage hält sich diese kalte Luft aus dem Norden bei uns und es geht erst einmal sehr winterlich bei uns hier in Deutschland weiter. Das war es auch schon wieder, das Neueste von eurem Wetter.net. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Like nach oben da und dann sage ich bis heute Abend.